So Leute, ich habe es euch versprochen, es haben auch viele gefragt, ob ich da mal ein kleines Video machen kann zu. Und genau das machen wir heute. Und ihr seht das schon. Also sieht der Lidl hier auf Gose aus. Es gibt hier nur einen, der ist ziemlich zentral gelegen, sodass alle den auch mehr oder weniger gut erreichen können. Aber wir gehen mal rein. Dann zeige ich mal so ein bisschen die Preise, so meine Favoriten, die ich mir hier gerne kaufe. Was auch cool ist, also nicht alle natürlich, aber der hier auf Gose auf jeden Fall, der hat hier so eine kleine Sitzarea und so einen kleinen Spielplatz für Kinder. Da kann man auch immer schön Katzen füttern, streicheln, was auch immer. Die eine pennt da gerade. Die laufen ja auch oft in den Laden rein und werden dann immer rausgetragen. Guck mal, wie süß die da hinten liegen, ey. Ich will mal so ein bisschen. Hier die schönen Olivenbäume, schön Kunstrasen. Ach du Kacke, man sieht die süß. Ja, aber wir gehen gleich mal rein. Bis gleich. So. Also eigentlich sind die Preise gleich, aber ja, einiges auf jeden Fall günstiger, einiges ein bisschen teurer. Sehr viel im Angebot. Plus es gibt halt diese App, da sieht man auch mal, was für Schnapper es heute gibt oder beziehungsweise diese Woche. Aber ich weiß nicht, ob ihr die Preise sehen könnt. Also Nüsse sind eigentlich genauso teuer, Brot auch, Obst auch, also Obst auch. Ich glaube, ihr seht das so ein bisschen, die Preise. Das ist halt super viele mal ja, im Obst Regal reduziert. Die Backabteilung ist auch sehr, sehr geil. Da gibt es immer verschiedene Sachen. Aber da kaufe ich eigentlich selten was. Außer dieses Dings hier. Das ist wie so ein Dönerbrot. Das ist ganz geil. Weil eins meiner Favoriten ist. Was ist das hier? Das kostet 1,89 und das ist einfach so Rinderfilet, rohes Rinderfilet, so zum Snacken. Da nehme ich mir auf jeden Fall noch ein paar mit. So, hier nochmal eine kleine Nachname von dem Filetti di Bresaola. Keine Ahnung, was das genau heißt, aber es hat so ganz, ganz dünne Rinderscheiben, so wie weiches Beef Jerky eigentlich. Das können wir einfach so reinknallen. Lieb's, ohne Scheiß. So ein geiler Snack für 1,89. Kann man nicht meckern. Wie viel Gramm sind das? 60 Gramm. So geil. Geht auf der Zunge. Kannst du natürlich auch mal, beziehungsweise ins Rührei rein manchmal. Ist ja vielseitig zu verwenden. Wurst, Käse, also die haben hier super, super viel Schinken, richtig geilen Schinken. Und ja, Salami natürlich haben die auch. Was sehr, sehr geil ist, ist hier, die haben wir immer Octopus
Salat zum jetzt direkt Snack. Also ist schon fertig gekocht. Dafür gibt es verschiedenste hier, also Meeresfrüchte-Salate. Gibt auch hier nur so Oktopus-Dinger. Ja, also bisher weiß ich nicht. Wünsche ich mir manchmal so eine Regenbogenforelle, weil hier gibt es immer nur diese Brassen. Was ein absolutes Highlight ist, ist das hier. Es gibt hier ja, immer so Muscheln, Meeresfrüchte, Oktopus, Tintenfischringe. Ja, schon sehr, sehr krass. Wir gehen mal weiter. Also hier haben wir ganz viele so frische Pasta. Tortellini ist alles Mögliche. So einfach ins Wasser schmeißen. Ist auch sehr, sehr geil. Aber habe ich bis jetzt. Ich glaube, ich gehe einfach einmal so rum. So. Ganz viel verschiedenen Parmesan. Mozzarella etc. Hier ist immer diese Spezialabteilung, ihr kennt sie. Aus eurem Lidl. Ich weiß nicht. Diese Woche nicht so viel dabei. Ich muss halt eigentlich nichts einkaufen. Ich bin nur gerade hier auf der Ecke gewesen und dachte, ich nehme das mal mit, weil es noch relativ früh ist und ziemlich leer sein dürfte. Ich weiß gar nicht, ob ich hier filmen darf überhaupt. Also in Deutschland ist es ja absolut verboten. Also nicht mal Fotos von den Preisen machen. Offiziell. Ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach einer Schokolade. Die Frage ist, wo ist die? Naja, gucken wir. Gucken wir schon. Natürlich zeige ich euch die Fleischabteilung noch. Da ist auch ein Favorit von mir. Wird definitiv deutlich günstiger als in Deutschland. Was auch sehr, sehr krass ist, ist hier, sind hier diese verschiedenen Milchshakes für 1,05 Euro. Erdbeer, Schoko, Banane. Sehr, sehr geil. Jetzt haben wir nochmal so die Spezialdings, also so. Ja. Es wird ganz viel sowas, so fertige Scampi-Soßen und andere Meeresfrüchte, die tauchst auf, machst du warm, packst auf deine Nudeln drauf und fertig. Kostet 3 Euro. Schon sehr, sehr geil. Attention all customers. Till 4 is now open. Please place your items on the conveyor belt. Ich bin außerdem auf der Suche nach so einer Powerbank. Ich hoffe, die haben die noch. Sowas ist echt schnell ausverkauft. Die haben ja sogar so Schränke und alles, ganz viel Harry Potter Sachen aktuell, vom Puppen bis Wäsche. Riesige Fernseher haben die hier. Das soll ich vorher nicht unbedingt in Deutschland. Attention,
Digga, ich scheiß auf diesen Wagen, ohne Scheiß. Stehen wir jetzt einfach hier hin. Scheiß drauf, wir gucken weiter. Das ist halt das sehr, sehr geil ist auch dieses Ceviche-Ding. Einfach jetzt die gefrorene Ceviche kannst du auftauen, loslegen. Auch diese ganzen Dinger, die sind immer im Angebot. Diese ganzen Daimkuchen, Toblerone etc. Schon mal schon den ganzen Morgen. Ganz viele Muscheln, sind schon 2,50 so ein ganzes Paket, diese Octopus-Dinger und so, kosten, die hole ich auch immer, die kosten 5,99, das sind 30 hier mittleren Finger drin. Ja, okay, du hast halt hier jetzt eine Lampe, wo du dein Handy drauflegen kannst zum Aufladen, aber ich wollte diese Powerbank haben. Doch, das wird nichts mehr. Das ist super schade, weil die hatte so eine Funktion, dass du dein Handy so drauflegen kannst und dann lädt das Ding auf. Dann finden wir das hier noch. Na egal, weiter geht's. Ich hoffe, oh ja. Dann haben wir die Schokolade. Aber natürlich ist sie auch fast ganz unten. Oh doch, dann knallen wir uns direkt mal einige. Bunker. Komm, nimm einfach mal alle mit. Das erste reichen. 6 Stück. Ne, 7. Doch, 6 haben. Aber was ich zeigen wollte ist hier, ihr seht wahrscheinlich die Preise. Einfach hier so schon fertig geschnittene Chicken Wings für 1,79. Die haben eigentlich immer 1,39 gekostet. Die sind aber seit ein paar Wochen teurer geworden. Aber immer noch deutlich günstiger als in Deutschland. Safe. Ich gehe mal einfach ein bisschen mit euch durch noch. Das Video soll auch nicht so lange werden. Aber das meiste ist halt, keine Ahnung, das kennt ihr auch aus Deutschland. Schauen wir mal, ob ich noch irgendwas Spezielles finde, was es euch nicht gibt. Ja, die haben hier so ganz viele verschiedene kleine Chips-Tüten. Manche schmecken scheiße, manche schmecken sehr geil. Ja. Und jetzt 1,85. Ja, ist auch okay. Ist auch manchmal für 1,20 im Angebot wie bei euch. Dann wird auch da immer auf Menge zugeschlagen. Das Krasse ist diese ganzen Soßen hier. Ihr seht schon. Ich kann mir gleich mal einen Karton, wenn ich einen finde. Haben wir doch ein. Ja.
ganzen Omis hier gehen auf den Sack. Und allgemein so viele alte Leute hier, die, keine Ahnung, nichts machen außer in irgendwelchen Liebe sich da in den Weg zu stellen. Ah, hier sind die Hygieneartikelabteilung. Hier auf jeden Fall auch zu wünschen, aber ist, glaube ich, immer noch ein bisschen besser als in den meisten Lidl in Deutschland da. Ich glaube, da hast du nur die Hausmarken, wenn ich mich recht erinnere. Katzenfutter etc. Es hier ganz viele verschiedene solche Schalen zum Grillen, weil das ist auch sehr beliebt hier bei den Leuten. Die treffen sich dann am Wochenende und grillen dann draußen schön irgendwo. Hier die Wein- und Alkoholabteilung, die für mich am Anfang hier ziemlich interessant war, ein bisschen zu interessant. Also nicht nur hier, sondern grundsätzlich. Dachte ich, als ich hier ankam, ich bin im Urlaub, bis die Arbeit dann losging. Die Preise hier sind okay, also eigentlich genau dieselben, außer dass hier, keine Ahnung, hier sind Jagdstolz, kostet hier 8,50. Ich weiß nicht, wie teuer das aktuell in Deutschland ist, aber ich habe so 5 Euro, 6 Euro in Erinnerung gehabt. Da wirst du hier richtig zur Kasse gebeten. Ja, kannst du fast den Originaljägermeister schon kaufen. Das kostet hier so 13 Euro. Ich gebe es leider auf mit der Powerbank, ehrlich gesagt. Was hier ein großes Thema ist, ist Wasser, weil du kannst dir halt nicht wirklich aus dem Wasserhahn trinken. Also ich bin gerade am überlegen, ob ich mir so ein Filterding kaufe und das mal ausprobiere, weil wir bei uns haben auf jeden Fall ganz gutes Wasser jetzt. Also vorher in der Wohnung war komplett Katastrophe. Es hat wie im Schwimmbad geschmeckt. Es ging gar nicht. Aber hier die Bierabteilung, also hier die alten Alkis, ich kenne das hier, Trude Finkbräu und Perlenbacher hier. Sieht hier aus wie Krombacher. Weiß nicht. ja. Corona gibt es auch. 4,19 Euro, das geht sogar voll klar. Das Ding ist, die haben jetzt seit zwei Wochen oder Anfang des Monats oder so, haben die hier alle Pfand eingeführt. Naja, das ist man ja gewohnt aus Deutschland, aber hier ist Katastrophe. So, die Läden hatten alle keine Automaten. Es musste alles an der Kasse abgegeben werden etc. Hier war richtig Action. Aber hier die Eisabteilung. Also es ist krass. Also, ist auf jeden Fall deutlich günstiger in Deutschland. Hängt natürlich damit zusammen, dass es hier warm ist. Und es ja die Kühlkette halt, die auch wahrscheinlich sehr teuer ist, aufrechterhalten müssen. Und deshalb ja, kommt das zustande. Na, haben wir alles gesehen eigentlich, ne? Dann würde ich mal sagen. Boah, ich glaube, ja, sowas glaube ich hier noch nicht. Hallo, ey. Was ist so shit? Hi. Bei Kraft nicht? Was ich denke, ja, gut. So, also im Normalfall dauert das auch nicht so lange an der Kasse, außer die unterhalten sich Stunden. Das mache ich hier sehr gerne. Aber normalerweise haben ganz viele Leute so Kartons einfach. Und die Leute packen das wieder in die Kartons an den Kassen. Und dann packen die das hier auf diesen Dingern in ihre Rucksäcke oder keine Ahnung. Machen sonst irgendwas in Tüten.
Und deswegen ist es relativ schnell. Aber es ist auch nicht immer so. So, was haben wir jetzt gezahlt für den Bums? 21,90, also durch diese Angebote habe ich jetzt 6 Euro gespart. Obwohl, na doch. Ja, das ist immer noch ziemlich viel, muss ich sagen. Das waren so die Lemons. Ja? Ja, die waren eigentlich 1,90 oder nicht? Naja. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, so hier im Lidl auf Go so aus. Meistens natürlich noch viel voller als jetzt gerade, weil es ist jetzt spät, 9.40 Uhr. Also wenn du so ab 15, 16 Uhr hier antanzt, ey, das ist so voll, wirklich, das ist unglaublich. Naja, ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen, falls ihr spezielle Preise wissen wollt, die ihr da nicht gesehen habt. Und das werden wahrscheinlich einige sein, weil ich da natürlich nicht alles gezeigt habe. Das sollte alles ein bisschen undercover sein. Deswegen hatte ich auch Kopfhörer drin und hab, ja, weiß ich nicht, so getan, als ob ich telefoniere. Ihr habt es gesehen, vielleicht den Security-Typ da, der denkt immer, der ist der König des Ladens, dann läuft er immer rum und spioniert den Leuten nach. Vor allem Leute, die nicht maltesisch aussehen. Ich gehe manchmal auf den Sack. Naja, haut rein, Leute.